This fight is our main event of the evening, and it is for the NFC Featherweight title. The fighter in the blue corner is 32 years young. He stands 1.73 meters tall and weighed in at 65.7 kilograms. His record, 30 fights, 22 victories, one draw, representing MMA Spirit from Frankfurt, Max Koga! And his opponent in the red corner is 24 years young. He stands 1.80 meters tall and weighed in at 65.64 kilograms. His record, 16 fights, 11 victories. He is the NFC Featherweight Champion representing Munich MMA from Munich, Mohamed Sadok Tabezi. Das Warten hat ein Ende. Wir sind hier im Hexenkessel. Das Maritim in Düsseldorf ist der Austragungsort. Es gibt noch einmal letzte Instruktionen. Gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight fair. Touch your glove if you want, step back on your corner. Da will keiner ein Touch Gloves. Die wollen was ganz anderes machen mit ihren Fäusten jetzt. Und das Reden hat ein Ende. Tabezi kommt nach vorn, wirkte sehr, sehr selbstbewusst in der Ecke. Versucht sofort seinen Jab zu etablieren hier. Gute Beinarbeit von beiden. Das Narrativ der Experten war ja, Tabezi besonders in der Startphase gefährlich. Je länger der Kampf dauert, umso größer die Chancen, dass Koga hier gewinnt. Viele haben auch geglaubt, Koga sucht hier schnell den Bodenkampf, aber aktuell sieht es aus, als ob er hier mitschwingt. Und sieht dabei auch sehr, sehr gut aus. Auch genug Fight-IQ, genug Kampfintelligenz, um erstmal Tabezi in den Kampfstand zu verwickeln, wenn er denn auf den Boden will, was wir ja nicht wissen. Da war auch eben schon mal ein sehr intensiver rechter Schwinger dabei von Koga. Ja. Der nimmt mit Sicherheit auch den K.O. im Stand, wenn er ihn bekommt. Aber Tabezi ist ein hervorragender Standkämpfer. Hervorragende Beinarbeit, ist auch der größere von beiden, größere Reichweite. Koga dafür vielleicht der kräftigere, körperlich physisch stärkere. Eine ganz andere Physiognomie, die beiden. Und wir sehen es hier, Koga schwingt eher in der Haken, in der Boxdistanz. Tabezi von außen. Treibt da Koga so ein bisschen vor sich her. Er wirkt noch so, als hätte er nicht seinen Rhythmus gefunden, Max Koga hier. Tabezi darf hier von Anfang an souverän. Man erlebt es ja sehr, sehr häufig, dass Kämpfer sich dann von ihren Emotionen auch so ein bisschen leiten lassen. Und ich habe es ja immer wieder gesagt, auch im Build-up zu diesem Kampf. Viele haben gesagt, das ist fake, das ist alles nur inszeniert. Wir haben immer wieder gesagt, das ist real. Und ich habe Max Koga noch nie so erlebt wie im Vorfeld dieses Kampfes. Ernsthaft sauer, ernsthaft aggressiv auch, muss man sagen. Und vielleicht macht das ja auch etwas mit dir als Kämpfer. Ich finde auch, er wirkt hier ein bisschen überaggressiv, versucht es viel mit Schwingern. Ich finde, jetzt findet er seine Linie ein bisschen besser, arbeitet mehr mit der Führhand. Na, und man darf nicht vergessen, er hat auch einfach mehr zu verlieren. Wenn alle Leute sagen, Mensch, du bist haushoher Favorit, du bist derjenige, der hier den Kampf eigentlich gewinnen muss, na, dann ist er auch derjenige, der abliefern muss. Zwei schöne Low-Kicks. Der zweite hat wehgetan, der hat Wirkung gezeigt. Ja, du hast natürlich den Druck auf den Schultern, wenn du hier Max Koga bist. Wenn die Halle hier hinter dir steht, dich hier einpeitscht, dann willst du natürlich auch abliefern und willst dir möglichst mit einem krachenden K.O. wieder nach Hause fahren. Diese Rechte, jetzt bereitet er sie ein bisschen besser vor. Und ich hatte das Gefühl, am Anfang, ein, zwei Mal hat er die Rechte getroffen. Zwar nicht als hundertprozentigen Volltreffer, aber das hat Max Koga in den Vorwärtsgang gebracht. Jetzt ist er angekommen. High-Kick-Versuch. Also bislang hält dieser Kampf ja absolut, was er versprochen hat. Sehr, sehr hochklassiges Duell. Auf beiden Seiten schöne Rechte durchgebracht von Koga.
Er kommt hier immer besser jetzt in den Kampf. Ja, Trapezi müsste für meinen Dafürhalten ein bisschen mehr tänzeln, sich ein bisschen mehr bewegen, steht da oftmals zu fest. Jetzt kommt er nach vorne. In diesen aggressiven Phasen glänzt er hier besonders. Jetzt ist er im Clinch mit Koga. Clinch initiiert von Trabelsi. Koga dreht ihn hier am Zaun, macht er gut. Da sehen wir diesen Kräftevorteil von Koga. Wir haben es gesagt, physisch sehr, sehr stark. Ja, aber auch technisch ist er einfach unglaublich versiert in diesen Situationen. Hebt da Trabelsi aus. Das sah schon fast leicht aus. 70 Sekunden auf der Uhr in der ersten Runde. Side Control, dominante Position hier für Max Koga. Genau das ist die Position, in die Trapezi eigentlich nicht unbedingt kommen wollte. Sein Trainer Ben Freudenberger, absoluter Spezialist im Grappling. Aber die großen Vorteile von Trapezi, die liegen im Stand. Und Koga feuert jetzt hier mit allem, was er hat. Versucht hier das Finish zu erzwingen. Side Mount. Trabelsi versucht hier zwar noch so ein bisschen Kontrolle aufrechtzuerhalten, indem er da das Bein einhakt bei Koga. Aber der etabliert hier eine stabile Position aus der Side Control. Fast übergestiegen da. Versucht hier mit einem Kimura. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Gefährliche Situation für Trabelsi. Und immer wieder die Ellbogen. Americano versucht. Und Koga muss aufpassen, dass er da nicht auf dem Rücken landet. Aber Koga, der spielt hier ein bisschen. Der guckt nur so ein bisschen, was geht. Und dann immer wieder zwischendurch ein paar Schläge. Gute erste Runde mit starkem Anfang für Trabelsi. Aber ich glaube, hinten raus hat Koga auf jeden Fall mehr als genug gemacht, um das Ding noch zu gewinnen. Ja, ähnlich. 11 von 22 Siegen durch Submission für Max Koga. Der weiß genau, was er da macht am Boden. Trabelsi schafft es hier dennoch in die zweite Runde. Hat wirklich stark begonnen, aber du hast es gesagt, selbst diesen Clinch initiiert. Ich glaube, das war ein großer Fehler. Den sollte er in der zweiten Runde nicht nochmal machen. Ja, und vielleicht spannend auch nochmal zu wissen, warum. Denn hier sehen wir die Situation. Hat den Clinch initiiert. Koga sofort zum Thai-Clinch quasi übergegangen. Ab dem Moment, in dem es dann aber zum klassischen griechisch-römisch-Stil ging, dann gab es hier diesen Ausheber von Max Koga und von da aus kam nicht mehr allzu viel von Trabelsi. Hat sich gut verteidigt, klar, aber Koga doch klar mit der Nase vorne am Boden. Und trotzdem ist hier noch alles möglich. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Mohamed Trabelsi bleibt gefährlich. Zweite Runde. Eine Sache nehme ich an, Koga immer wieder begeistert ist. Du hast es gesagt, viele seiner Finishes, seiner Siege durch Submission, gleichzeitig aber auch nicht verlegen darum, im Stand mal in so einen Firefight verwickelt zu sein. Ein echter Allrounder im wahrsten Sinne des Wortes. Trabelsi probiert es hier mal mit dem High Kick. Und Koga gefällt mir besser hier in diesen Schlagabtauschen. Hat die besseren Treffer. Hat auch wirklich starke Leute schon in seiner Karriere submitted. Lom Ali Eskiev beispielsweise, Pavel Vitruk, ehemaliger M1-Champion. Also am Boden, Koga definitiv eine Macht, aber auch im Stand sieht er hier sehr, sehr gut aus. Trabelsi schwingt hier mit der Linken. Und trotzdem, Koga ist hier rausgekommen mit diesen beiden Kniebandagen. Und ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnere, ob er das jemals hatte in seinen Kämpfen. Also irgendwas haben die zu bedeuten. Und ja, vielleicht eine alte Trainingsverletzung, die da noch... Ich wollte gerade sagen, du weißt es selbst, keine Vorbereitung ohne eine kleine Verletzung hier und da. Irgendetwas wird es sein, aber anmerken am Kampfstil tue ich es ihm nicht, denn er hat hier schon High Kicks gezeigt, viele Low Kicks gezeigt, wirkt spritzig. Ein Takedown gezeigt, bei dem er spielend Trabelsi hier ausgehoben hat, aber Trabelsi scheint langsam ein bisschen die Puste auszugehen und Koga nutzt diese Situation, diesen unachtsamen Moment, um den Münchner erneut runterzunehmen, direkt wieder in die Side Mount. Ja, und das ist kein gutes Zeichen. Er hat noch viel Zeit auf der Uhr, Max Koga. Leo Belli zwingt sich hier förmlich in die Mount rein. Oh, das ist eine unangenehme Position. Und man hat fast das Gefühl, als ob er ihn hier gar nicht submitten möchte, als ob er ihm hier eine Tracht Prügel erteilen möchte. Ja,
Will hier den Bodenkampf nicht aufgeben. Koga hat sich nochmal vorbeigekämpft an der Guard von Trabelsi. Muss jetzt nochmal aufpassen. Trabelsi wird sich einmal noch abstoßen, kraftvoll vom Cage an irgendeiner Stelle. Schönes Knie zum Körper da von Koga. Trabelsi framed, versucht also Abstand zu bringen zwischen sich und seinem Gegner. Versucht sich immer wieder hier in diese Mount hineinzuzwingen. Und wieder Neon Belly. Und das ist unglaublich anstrengend für denjenigen, der unten liegt. Man kann nicht richtig atmen. Man muss auf genau diese Schläge aufpassen, die gut kommen können aus der Distanz. Und auch da, Koga macht das geschickt hier jetzt. Jetzt hat er die Mount. In die Mount überzusteigen. Und jetzt hagelt es Fäuste, es hagelt Ellenbogen. Und es sind immer noch 2 Minuten auf der Uhr. Trabelsi muss jetzt auf seine Arme aufpassen, dass ihm da Koga nicht mit einem Armbar überrascht. Und natürlich gleichzeitig vor den Schlägen aufpassen und den Ellbogen. Dominante Performance bislang von Max Koga. Ordentliches Ground and Pound. Koga aber mit genug Erfahrung, um hier nicht einfach alles rauszulassen, sondern schön dosiert Schaden zu machen. Sucht den Finish. Versucht hier auch nochmal einen Cut zu öffnen. Und auf der anderen Seite kommt von Trabelsi hier nicht mehr viel. Kein Versuch eines Mount Escapes. Ja. Kein Versuch, seine Position irgendwie zu verbessern. Kassiert hier einen Ellenbogen nacheinander. Am Ende waren es keine Frankfurter Schellen, die hier das Ende wahrscheinlich bald herbeiführen, sondern Frankfurter Ellenbogen. Gerhard Richter schaut sich das Ganze hier ganz, ganz genau an, lässt noch laufen, gibt Koga hier die Chance, sich zu befreien, aber allzu viel sollte er von diesen Fäusten hier nicht mehr nehmen und da fliegt das Handtuch. Es fliegt das Handtuch und das war's. Max Koga stoppt Mohamed Trabelsi in der zweiten Runde. Da hat der Trainer Ben Freudenberger ein Einsehen und sagt, ne, mein Schützling, der kann hier nicht mehr gewinnen. Der kommt da nicht mehr raus. Warum soll er noch mehr Schaden nehmen? Max Koga ist einfach schon aus dem Cage gesprungen, ist da schon weit, weit raus in seinen Fanblock, der im Prinzip die komplette Halle ist. Lässt sich da vollkommen zurecht feiern. Und Marc, du wirst ja gleich mit ihm sprechen, sobald er hoffentlich irgendwann wieder zurückkehrt in den Cage. Frag ihn doch mal bitte, was das mit den Kniebandagen auf sich hatte, denn das ist mit Sicherheit kein Zufall gewesen, dass er die hier anhatte. Tja, und manchmal schreibt der MMA-Sport die wildesten Geschichten, überrascht uns alle immer wieder, schockiert uns alle. Jetzt hat hier mal der haushohe Favorit gewonnen. Spannend war es im Vorfeld. Ein gutes Matchup. Wir schauen noch mal rein. Takedown sofort in die Side Control von Koga. Gutes Ground and Pound. Immer wieder Neon Belly Position. Und Trabelsi hat darauf keine richtige Antwort gefunden. Die Ellenbogen haben Trabelsi weich geklopft und da kam nicht allzu viel Schaden immer durch, aber trotzdem, die Position konnte er nicht verbessern. Und deswegen der Abbruch aus der Ecke und dann gleichzeitig auch vom Referee. Mohamed Trabelsi hat sich hier einer großen, großen Herausforderung gestellt. Er hat viel Mut bewiesen, überhaupt diese Herausforderung auszusprechen. Hat sich in diesem Fall jedenfalls nicht mit einem Sieg belohnt gemacht. Wir machen es erstmal offiziell. Winner of the fight and new NFC Featherweight Champion after 4 minutes and 9 seconds of the second round by TKO Mad Max Koga! Ja, bei mir steht der Gewinner des Kampfes und neue NFC Federgewichts Champion Max Koga. Max, ich weiß nicht, ob es in Deutschland jemals einen MMA-Kampf gab, der
so viel Hype im Vorfeld hatte, auf den so viele Leute sich gefreut haben, bei dem so viel Trash-Talk, so viel heißes Blut auch im Spiel war. Jetzt, wo das Ganze vorbei ist, wie fühlst du dich? Was geht ab, Frankfurt? Alter, Marc, spürst du diese Power hier im Raum? Das ist die Mauer, von der ich gesprochen habe. Das ist die Frankfurter Mauer. Alle, die für mich und für mein Team gekommen sind heute. Vielen, vielen Dank. Ich liebe euch. Ihr seid die Besten, Mann. Die Besten. Unstoppable. Es war ein absolut unterhaltsamer Kampf. Bis zum Finish gab es irgendwas, was dich überrascht hat? Oder ist es so gelaufen, wie du es geplant hast? Ein Kampf ist ein Kampf, aber genau so haben wir geplant, so haben wir trainiert. Und das, was ich umsetzen sollte, habe ich umgesetzt. Wie versprochen. Kurze Frage zu den Kniebandagen. Ich habe ja schon einige deiner Kämpfe nicht nur kommentiert, aber auch sonst begleitet. Hab dich bisher noch nie mit Kniebandagen gesehen. Gab's da, was ist da? Ich habe ungefähr 2,5 Wochen vor dem Kampf mein Außenband fast komplett abgerissen. Aber es stand für mich nicht irgendwie im Raum, dass ich absage. Wir haben alles dafür getan und deswegen auch das Tape. Ich war nicht hundertprozentig auf dem Bein. Ich habe Probleme gehabt, aber scheiß drauf, zählt alles nicht. Gewonnen ist gewonnen. Jetzt ist so ein Kampf eine Sache. Viele, die noch nie gekämpft haben oder noch nie in der Schlägerei waren, die können das wahrscheinlich nicht so richtig nachvollziehen, aber manchmal hat man danach so ein gewisses Band zwischeneinander. Und oftmals ist es ja so, dass so ein Streit dann nach dem Kampf vielleicht auch beigelegt ist. Wie ist das bei euch? Ist die Animosität jetzt begraben? Ist das Kriegsbeil begraben? Oder lebt das ewig weiter? Momo, ich will dir eine Sache sagen. Du hast Herz, du gehst nach vorne, aber nutz die Zeit, denk ein bisschen nach und arbeite, wenn du ein wirklicher Champion werden willst, an den Lücken, die du hast. MMA ist sehr vielseitig, du hast es heute gemerkt. Arbeite dran. Okay, Max, dann würde ich sagen, da die halbe Halle hier sowieso voller Frankfurter ist, gönne ich das letzte Wort dir. Leute, nochmals tausend Dank, dass ihr gekommen seid. Vielen, vielen Dank an mein Gym. Vielen Dank an Saba. Vielen Dank an Nils. Vielen Dank an Coach Ualisan. Ihr habt ja schon gehört, mit Montanas Worten. Ist der Herz im Motherfucker. Ansonsten stehe ich zu meinem Wort. Ich habe gesagt, wer heute hier erscheint, wird sehen, wie er gegen eine Mauer läuft und danach Party in Frankfurt. Für alle, die da sind, ich stehe zu meinem Wort. Ihr wisst wo. Großen Applaus für den neuen NFC-Federgewichts-Champion, Max Koga.